es mir nicht so groß vorgestellt. 3698,89 Meter Höhe. Doch, das lohnt sich. Wer weiß, ob die da wieder Nestcafé-Krummelbrause reingehauen haben. Also das da ist die Kathedrale. Nee, hier oder in, das kann man bestimmt nicht sehen. Hätte es mir nicht so groß vorgestellt. Und das hier zwischen der orangen und der roten Linie, das ist nämlich Wohlenbahnhof. Habe ich doch von da oben schon geahnt. Ist das ein Restaurant? Ja, Promo El Dia. Stell dir vor, du wohnst da oben und musst dann da jeden Tag hochlatschen. Ohne Seilbahn. Und eine Straße ist da offensichtlich auch nicht. Mann, würde mich das ankotzen. Helados Frios, das ist der Eiswagen. Pastelleria, das ist die Süßbäckerei. Was war jetzt mit Kaffee? Habt ihr Kaffee? Und Pizza im letzten Wagen. Hier scheint wieder irgend so ein Zoo zu sein. 3698,89 Meter Höhe. Weißt du Bescheid? Doch jetzt erstmal vor den Umsteigen. Gibt es dann hier eine Pause? Gucken, ob die hier einen Kaffee für mich haben. Sogar eine vernünftige Höhe. Gibt tatsächlich noch einen zweiten Eingang. Hab jetzt hier mal ein Stück Schokotorte bestellt. Die sieht gesund aus, ne? Kirsche. Die haben sie jetzt die beiden Waggons verbunden. Schick, gefällt mir. Das sieht doch gut aus. Und dass ich ja doch noch mal einen vernünftigen Kaffee kriege. Naja, wobei, ich habe ihn noch nicht probiert. Wer weiß, ob die da wieder Nestcafé-Krummelbrause reingehauen haben. Mich wundert ja mittlerweile nichts mehr. Und dann geht es mit dem Sonnenuntergang ins Tal. Ich glaub das nicht. Da gehst du mal 5 schnelle Schritte, um in die Kunden einzusteigen. 5 Schritte. So viel zum Thema 4600 Meter Höhe, ne? So, jetzt fahre ich hier die rote hoch, dann da oben einmal entlang und da hinten ist schon die lila, ne? Und da geht es dann wieder runter. Und dann bin ich hier einmal von allen Seiten um die Stadt. Sie stehen Schlange vor dem Friedhof. Oh, Friedhof. Und 2. Oben 1 und 2. Wie soll ich das jetzt verstehen? Auch jetzt nochmal hier so zu wohnen und dann eine Dachterrasse zu haben, ist aber auch schön. Naja gut, es bleibt halt das Hochlaufen, ne? Fällt euch das auf, dass da nirgendwo Straßen sind? Und hier sieht man mal, wie riesig.
riesengroß das ist. Und jetzt bin ich in einer anderen Stadt. Das hier ist El Alto. Und im Tal, ah, da ist es ja auch, schönes Fotomotiv, El Alto. Und im Tal ist dann La Paz. So. Doch, das lohnt sich. Abgefahren. Das ist ja auch süß. Da haben sie jetzt hier, na, ich würde mal behaupten, für ihre Straßenhunde was gebaut. Kleine Hütten mit Betten drin, ein Wassernapf. Ja, Nacht, ne? Also manchmal haben sie doch ein Herz für Tiere. Das hier ist jetzt die Plateaulinie. Naja, selbsterklärend, ne? Weil ich hier auf dem Plateau des Berges einmal entlang fahre. Steige ich da hinten um und es geht runter ins Tal. Das hier oben ist El Alto und das da unten ist La Paz. Und die Städte sollen tatsächlich gleich groß sein. Man glaubt es nicht. Tour ist beendet. Bin wieder im Tal und ich bin jetzt einmal ganz da hinten hoch. Da oben sieht man sie. Dann hier wieder runter. Da sieht man sie auch. Dann auf dem Berg oben drauf nach El Alto. Da sieht man gar nichts. Da ist nämlich Gegensonne. Und von da aus dann auf der anderen Seite wieder runter. Ja, und hier wohne ich jetzt schon fast. Und habe mich entschieden, in eine Craft Beer Bar einzukehren. Das hier ist jetzt ein Kokosstout, also ein ja, Schwarzbier-Altbier mit Kokosnussgeschmack. Wow, wow, richtig gut. Also, bin ja eigentlich kein Stout-Trinker, aber doch, das hat was. Ja, wird immer was geboten. Hey, Schwert, dass die Luft hier scheiße ist. Aber hübsch nicht. Hätte ich schon mal mein Hotel gezeigt. Ja, auch hübsch, nicht? Und das da ist mein Zimmer. Die Treppen muss ich jetzt noch schaffen. Vielleicht die Anstrengung. Ist der fehlende Sauerstoff hier.